Damit du aus befreien, benötigst du Luna Feder von der Vollmondinsel. Wenn du sagst, würdest du mich zur Vollmondinsel gehen, wenn nicht für mich, dann wenigstens für meinen Sohn. Warte mal, ist das richtig überhaupt? Ja. Ist es. Damit du schaffst mir die Luna Feder, die immerhin auf der Vollmondinsel findet. Nur damit kann ich meinen Sohn von seinem Alterung befreit werden. Wir zählen beide auf dich. Ja, es gibt tatsächlich ein Event, was ich euch heute zeige. Und zwar ist es das Darkrai Event. Wobei ich gerade überlege, dass die Luna Feder ein. Gehört die nicht zu Cresselia eigentlich? Na gut. Machen wir es heute. Auf jeden Fall noch. Das Darkrai Event. Ich hoffe, dass ich das jetzt ohne Probleme hinbekomme. Ich habe ja noch ein paar Items, ne? Das ist tatsächlich Cresselia. Bin ich jetzt blöd oder was? Eigentlich war es das Darkrai-Event, wollte ich euch auch nicht heute eigentlich zeigen. Aber schauen wir, müssen wir erst Cresselia fangen und dann können wir Darkrai fangen. Na gut, bis. Achso, das ist. Okay, doch noch. Also Cresselia fliegt jetzt so ein bisschen durch die Gegend. Dann machen wir das anders heute. Ich, wie gesagt, ich wollte eigentlich das Darkrai-Event zeigen, aber ich. Kann sein, dass ich das erst kriege, wenn ich die. So. So. Dann fliegen wir jetzt mal zurück, eben kurz nach Fleetburg. So, der kleine Junge ist aufgewacht. Jetzt darf ich nämlich hoffentlich ein kleines Schläfchen machen. Endlich, du bist aufgewacht, mein kleiner Junge. Mir kommen so Tränen vor Freude. Vielen Dank, das werden wir nie vergessen. Dass es wieder gut geht, macht mich so unfassbar glücklich, mein Junge. Es gibt mir die Kraft, wieder in See zu stechen. Was ich betrifft, mein Schiff steht ab sofort jederzeit für dich bereit. So, darf ich jetzt irgendwie mal weitermachen mit dem Ding oder dauert das jetzt wieder gerade alles eine Stunde? Ja, jetzt darf ich Schläfchen machen, oder? Willst du mich verarschen jetzt gerade? Na gut, jetzt muss ich gerade gucken. Die Frage ist, was kann ich jetzt machen? Kann ich jetzt zur Vollmondinsel nochmal? Oder muss ich jetzt tatsächlich erst die Hauptstory abschließen? Geht das jetzt weiter oder? Ich wollte jetzt eigentlich tatsächlich das Darkrai-Event machen, aber das scheinbar lässt sich jetzt gerade noch nicht angehen. Schade eigentlich. Ich hätte das so gerne jetzt gemacht und mich ärgert es jetzt gerade so ein bisschen. Weil ich das euch tatsächlich mal gezeigt hätte. Moment, ich guck mal gerade, ob ich google, ob ich googeln kann. So. Das ist klar. Hä? Yeah. Das ist klar. Aha, okay, es geht tatsächlich, ja. Gut, dann kann ich das machen, weil das war jetzt was anderes. Ich muss jetzt ein Haus, was oben rechts ist in Fleetburg, das ist nämlich quasi dieses hier. Und dann können wir da Karriere fordern. Okay, dann habe ich nur ein bisschen schlecht gelesen. Willkommen! Wir warten hier schon so lange auf dich. Ja, ich darf jetzt euch das Darkrai-Event zeigen. Geil. Du scheinst von dem Bett gerade so magisch angezogen zu werden. Jetzt dürft ihr nämlich rein. Und jetzt gibt's das. Also das Cresselia-Event, wie gesagt, ihr müsst weiter bis Cresselia machen.
hebt die Feder auf, geht auf den Feldpunkt, gibt die Jungen die Feder und dann könnt ihr so da oben in dieses Gebäude und dann könnt ihr hier hoch und jetzt können wir tatsächlich endlich Darkrai herausfordern. Ich muss kurz speichern. Ich gucke gerade, ob ich viel Items ich habe, ob ich genug Bälle habe, ob ich mit dabei habe. Das wäre nämlich jetzt blöd, wenn ich da keine Bälle habe. Ja, doch, passt eigentlich noch. Ein paar Bälle haben wir noch. Wir brauchen es eh nicht im Team. Ich will es auch nicht ins Team holen. Ich frage mich, wie einfach lässt sich das Viech fangen? Wie einfach lässt sich das Viech fangen, ne? So, also wie gesagt, wir machen ein bisschen was zu tun auf jeden Fall Pokémon-Dings. Wir müssen ja die Top 4 nochmal herausfordern. Es gibt ja noch einen Rückkampf. Ja, es gibt gegen die Arena-Leiter noch einen Rückkampf. Also wir haben noch ein bisschen was vor mit euch. So, die Frage ist, welches Level bist du? 50. Wo geht er noch? Da kriege ich jetzt Doppelteam ein, okay. Gut, es wird einfacher zu fangen sein, als jetzt wahrscheinlich. Cresselia müssen wir ja auch noch kriegen, ne? Ich das. Die Frage ist, wie weit geht das als Finsterball? Wie weit geht das jetzt als Finster? Weil es müsste ja dunkel, ist es ja offiziell dunkel, oder nicht? Boah! Boah, Alter! Du gehst aber rein! Dann gehe ich mal. Gut, dass ich gespeichert habe. Gut, dass ich gespeichert habe. Tiefschlag. Geil, gut gemacht. Danke schon, Ramaidon. Nochmal Dankeschön, Ramaidon. Weicht sogar der Hypnose aus. Und zwei. Gut, ja, kriegen wir schon. Jetzt kann es gerne machen, was es will, weil jetzt will ich es versuchen zu fangen. Es kann nämlich sich nicht heilen, das ist der Vorteil. Schockwelle ist übrigens nicht, ist ausweichen nicht möglich, nur so nebenbei. Ja, es ist das erste von zwei Events, was jetzt stattfindet. Das nächste Event zeige ich euch in der nächsten Folge. Deswegen musste ich das Spiel mehr oder weniger jetzt erstmal quasi beenden, damit ich überhaupt weiterkomme. Ihr braucht nämlich den nationalen Pokédex, um überhaupt weiterzukommen. Ich hoffe, dass ich es jetzt ohne Probleme mit Ende bekomme. Aber jetzt muss ich erstmal dieses Darkrai hier fangen. Erledigt. Sehr cool. Hab's gefangen. Und Darkrai kriegt einen Eintrag im Pokédex. Typ Unlicht-Pokémon. Ein Pokémon Let's Go. Pokémon Go habe ich ja sogar als Shiny. Eine Stimme ertönt von irgendwoher. Darkrai, deine Kräfte sind gewaltig. Menschen und Pokémon, die sich in deiner Nähe befinden, werden unweigerlich von fürchterlichen Albträumen geplagt. Und deswegen bist du hergekommen. Auf der Neumondinsel bist du ganz allein. Hier ist niemand, der von einem Albtraum heimgesucht werden könnte. Sollte dennoch jemand deinen Albtraum anheimfallen, ist die Vollmondinsel ganz nah. So, habe ich es jetzt? Also ich habe es ja schon gefangen, das ist ja der Vorteil. Mein Team wird geheilt. Und ich bin wieder aufgewacht. So, dann haben wir das erste von zwei Events durch. Wir haben den Pokédex eigentlich vervollständigt. Oh, da will noch jemand was Volles schnell. Du hast sehr lange geschlafen. Was ist dir nur passiert? Was machst du hier? An diesem Ort lebt seit 50 Jahren niemand mehr. Okay. Gut, dann haben wir das auch erledigt. In der nächsten Folge zeige ich euch das zweite von Event. Wir machen auch bald doch mit der Story weiter, ganz klar. Ich muss jetzt nur gerade gucken, wo die Route ist. Die ist hier hinter, okay. Was ist die? 223 Pokémon-Liga. Kann ich jetzt da weiter?
müssen wir mal zur Pokémon-Liga, ne? Oder kann ich da dann hin? Warte mal. So. Gut. Aha, also ich muss dann. Warte mal, müssen wir nicht da hoch? Warte mal, ich muss jetzt gerade nur schnell was gucken. Ich wollte eigentlich schon die Folge beenden normalerweise. Das war jetzt der Plan an der Sache. Da komme ich jetzt auf Route 224 so einfach. Laut dem Dings ist es ja rechts von der Pokémon-Liga. Oder komme ich da jetzt nicht? Moment, ich muss gerade was gucken. Da könnte ja auch sein, dass es hier irgendwie lang geht. Könnte auch da. Ja, das glaube ich geht da unten erst weiter, oder? Warte mal, ich muss es jetzt tatsächlich gerade kurz gucken. Ja, alles gut. Kein Topschutz mehr. So. Komme ich jetzt da runter? Ja, theoretisch müsste ich ja aber die. Wie müsste ich dann auf die Route 224 kommen, oder nicht? Ich muss es jetzt gerade suchen. Oder bin ich jetzt einfach komplett. Kann auch sein, dass ich gerade komplett auf dem falschen Dampfer bin, dass ich jetzt gerade unnötig die Folge in die Länge ziehe. Tatsächlich doch hier hoch. So, Moment. Mal anders kurz gucken. Na gut, dann mache ich mal gleich einen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant und dann gucken wir mal, wie wir das nächste Event freischalten. Bis dahin und ciao. Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant mit dem zweiten Event heute. Echt über die Hose. Warte mal, warte, halt, halt, halt. Ja, aber die Frage ist, wo komme ich da hin? Die Frage ist, wie komme ich da hin?
Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Doch, ich glaube, ich weiß, wie ich da hinkomme. Nämlich über die. Es muss ja hier irgendwie Möglichkeit geben. Ist die Wasserroute hier hinter? Warte mal, das müsste doch jetzt eigentlich schon eine Möglichkeit sein. Weil hier ist die Pokémon-Liga, ne? Sprich, ihr müsst doch wahrscheinlich dann außen irgendwie hier an der Seite vorbei, oder nicht? Okay, dann müssen wir das jetzt noch machen. Na gut, okay, eigentlich wollte ich euch, wie gesagt, heute das zweite Event zeigen, das würde ich jetzt auch tun. Ist zumindest der Plan an der Sache. Und zwar zeige ich euch heute das Shaman Event. Es gab jetzt vor kurzem nach dem Darkrai Event gab es jetzt auch noch ein zweites Item. Und zwar von Professor Eich. Und zwar Eisbrief. Und damit müsstet ihr eigentlich jetzt zur Route 224 kommen. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt weiter komme, so einfach. Oh, lass mich doch. Was muss ich jetzt da? Oder bin ich da jetzt gerade einfach zu blöd für? Kann natürlich jetzt auch sein, natürlich. Pokémon-Liga möchte ich jetzt nicht. Ich muss jetzt irgendwie. Komme ich da jetzt weiter? Weil eigentlich müsste ich jetzt von der Route hier vorbei. Ich müsste ja eigentlich jetzt hier. Wie komme ich denn zu der Route 224 mal zur Hölle? Wie kommt man zur Route 224? Ah, okay. Doch, ist es grob der richtige Weg. Die Idee war dahinter, ja. Ihr müsst nämlich nochmal hier runter. Und ihr müsst dann schauen, dass ich... Ihr müsst diesen NPC, der... Oh, ernsthaft, muss ich jetzt echt den kompletten Weg hier nochmal durchgehen? Warte mal, was ist denn der... Okay, dann machen wir das anders. Ich weiß sowas. Ja, tut mir leid jetzt, dass ich das jetzt gerade nochmal machen muss.